Hallo und herzlich willkommen hier zurück zum Megafarm. Ja, das Projekt gefällt mir im Moment sehr gut, deswegen machen wir auch heute egal um die Wald. Da ist den Kurs das offenbar rausgekommen wieder, also. Passt schon. Auf jeden Fall müssen wir jetzt zu dem Fahrzeug wechseln, genau. Und zweitens müssen wir die Zeit runterstellen, weil wir brauchen auch noch dringend Zucker für die Tür. Und das müssen wir uns auch noch kümmern. So. Ich muss schnell anhängen, weil der war ja voll, der Tasche. Ich muss schnell abdanken. Falsche Tasche. Kriegen wir recht viele Soja raus aus dem Feld, glaube ich. Dann wird der Anhänger jetzt schön befüllt einmal. Und dann schön gleichmäßig füllen probieren. Ich werde ihn nicht ganz kosten. Dann stellen wir den wieder hin. Wechseln Fahrzeug. Packen den in seine Position hin. In der er starten soll. Kriegt er so. Dann Fuß generieren auf dem Feld. Schauen wir mal zusammen. Na toll. Was soll der da drin schalten? Nicht gut. Das wäre so ganz und gar nicht. Machen wir es anders. Wir enden da ganz kurz selber ein Stück. So. Ja. Ah. Ich glaube, ich weiß doch, wie es geht. So. Fahren wir schnell doch noch ein anderes Feldende mit. So. Ich habe mich kurz nochmal nachgedacht und das ist gerade entdeckt. Wenn der jetzt funktioniert, dann war es ja auch nicht, aber die sollte prinzipiell einmal funktionieren. So. Ups. Dann machen wir jetzt Kursgenerierung. Da, das Feld. Ja. So. Und dann fahren wir bis zu Ende und stellen dort einen Abfahrer ein, obwohl das nicht fassbar ist, aber ich weiß nicht so. Und ich hoffe, das funktioniert. Und jetzt danke. Funktioniert das? Ah ja, auch Meister. Bitte nur mal Meister nennen.
So. Hätten wir das erledigt. Ja, dann kann man Fahrzeug wechseln, kann man Anhänger wieder stehen lassen. Und jetzt muss man schauen. Was brauchen wir für die Kühe mit drauf? Nochmal einen totalen Futtermischwagen oder so eine heiße. Heute halt. Die Heizungstechnik da. Irgendein Futtermischwagen brauchen wir jetzt. Aber zuerst brauchen wir auf jeden Fall auch noch eine Anhänger für Wasser. Können wir uns unten beim See gratis holen, also wer das noch nicht gut hat. Beim See kann man Wasser gratis entnehmen. Und der arbeitet da drauf auf seinem Fuß, das passt schon so gut. Ich hoffe, das war gut zu überstürzen von den Kühlkauf, haben wir denken, es wird zu gut. Wenn wir uns jetzt einmal mit Butter versorgen. Was ist jetzt von euch wichtig, schon gut bekommt von deiner? Schauen wir in diesem bisschen nur Gras, das ist das Heu, heute Winter mehr als Gras. Und dann noch Stroh. Oder? Ich habe das jetzt schon nicht geliefert. Wasser, Stroh. Nahrung, so da. Mischstation. Bekommen sie noch Heu und Silage, bekommen sie noch, ja. Also ist schon vollkommen auf Silage vor und ja. Ich glaube, wir verwenden Heu dann. Ich muss schauen. Was sich anbietet. So kann man schon Wasser aus dem See entnehmen. Mal so leicht nicht zum Anhänger, weil es da richtig schwer wird, aber ich verstehe es nicht mehr oft nicht schnell. Da hält es jetzt Ende. Ich schwanke wieder nach hinten. Vielleicht kann man Sachen bewegen am Pool, halt. Ich glaube im Shop gibt es ja, wenn das von Weg machen da, dass man da halt die Tanken, weil es die Wiese, ich meine, es kann natürlich auch nur die Wiese fallen, aber da müsste es ganz einfach die Büsche raus, dass man da so einen Weg macht. Ich hab's nur noch in den Kommentaren, aber wie ihr das jetzt vorstellen könnt, dass da so hilfreich ist, ist da. Und ist es da. Wasser abnehmen. Ich will. Brauchen wir noch mehr Wasser? Ja, das brauchen sehr viel Wasser. Wir brauchen sehr viel Wasser, dann müssen wir fest wieder hin und her, wenn wir nur Wasser holen. Wir holen Wasser für unsere Kühe. Die neue Stadt. Vielleicht waren auch 50 Kühe gleich von Anfang ein bisschen übertrieben, aber. Ah, ich weiß, was nicht übertrieben war. Der Anhänger ist ja ganz logisch. Jetzt kann ich sehen, dass ich den gekauft habe und das gleich auch. Das auch mache ich dann großen Anhänger. Große Anhänger leistet mehr.
braucht man natürlich auch nur, weil der halt kein Ding ist, braucht man nur so ein Kuppelding. Genau das da. So. Mit einem großen Anhänger kann man mehr Wasser transportieren und das ist ja für die Megafarm genau das Richtige. Es geht ja dann nicht um kleine Mengen Wasser, sondern um große Mengen Wasser. Alles groß, viel. Viele Folgen von Megafarm. Ja, auf jeden Fall, die anderen Projekte verfolgen auch weiter, aber heute habe ich gerade nicht auf Megafarm gehabt. Nur von paar Leute Megafarm. Ich weiß auch gar nicht, ob heute der andere Film kommt. Im Moment bin ich sehr viel auch ein bisschen vorhinein ausgeschrieben. Das heißt, ich werde jetzt das Video schon 2-3 Tage sehen. Ich hoffe, das stört auch nicht. Mir macht es eigentlich nichts aus, wenn ihr 10 Tage und jetzt gleich in 3 Tagen dann in der Folge. Außerdem ist irgendwas Tagespolitisches, Aktuelles. Weil ich sowas oft erzähle. Wir werden nicht kennen, weil es dazu ja sowas viel geht. Bis wieder weiternehmen kann für mich. Versuchen wir einmal noch vorzukommen. So, und jetzt geht's halt. Und haben wir es verfolgt. Super, bin ja Profi. Ihr seht zum Beispiel auch im Euro Truck Simulator gleich nicht, weil ein Beispiel nicht kann interessieren. Ich weiß nicht warum nicht, das geht einfach, wenn man nicht rein wieder denkt. Also, mit so Anhängern halt. Ich schaffe es dann immer nach dem 10-15, und das mit 1000 Runden. So, es ist ein bisschen größere Anhänger. Kann man gleich mehr Wasser mitnehmen. Im Alten haben wir nur 8000 Liter, das ist glaube ich sicher. Ja, 8000. Da können wir jetzt gleich mehr mitnehmen. Zum einen haben wir auch, glaube ich, noch keine Benachrichtigung, wie das verfolgt ist, also was ich tue. Wer sich wundert, warum da unten steht kein Kurs geladen, das ist vom Crossway. Das steht einfach teilweise, warum das da stehen bleibt. Aber mich stört es jetzt nicht so. Und Kurse, es gab zum Beispiel jetzt ein sehr gutes Let's Play. Der Ding macht es aber gut in meinem Helfer-Defizit im Moment aufstehen, aber ich finde da fast Kurse noch keiner und so. Ja. Okay. Unsere falschen Versuche mit Kurse, für ein LS19-Spiel muss ich das letzte Video anschauen, weil ich habe tatsächlich noch nie verwendet. Ist gestern, wo wir eben das eine Rüder aufgenommen hat, wo wir versucht haben, die ersten Versuche mit Crossplay. Mit der Make Map natürlich noch kein Testgericht, aber kommen wir gleich auf die Straße. Ist aber echt coole Anhänger, von werden wir dann sicher auch für die Mühe kaufen und so. So, jetzt haben wir die Nachricht bekommen, er muss entlernt werden. Machen wir rein, wir fangen jetzt da um, entlernen und danach entlernen wir den Helfer. Entschuldigt bitte, wenn ich Helfer sage, das ist ja Helfer. Das ist jetzt ein Kapitel, den Helfer zu nennen. Obwohl es nicht der Standard-Helfer ist. So ist eh schon sehr, sehr weit gekommen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so schnell arbeiten. Ich lasse dich sehr weiter. Nee, bitte. Da müssen wir kurz angekuppelt bleiben. Sehen wir jetzt auch schon die erste Kuh, wie sie schon hängt. Da drin stehen jetzt natürlich nicht 50 Kühe, aber es sind 50 drin. Wir brauchen aber dringend Nahrung, weil sonst verrecken wir uns da, aber... Gülle haben sie tatsächlich schon produziert, also geschissen haben schon. Und wir fangen
Deutschhaus sitzen. Sehen wir da hinten drauf. Ah, da ist der Mischte, ja, cool. Weiß ich. Ich kenne mich da jetzt nicht so aus, bitte helft mir da gerne. So, ist leer, aber tatsächlich ist das jetzt auch ziemlich voll. Wir zeigen, da brauchen wir keine Sorgen machen. So. Wo wollte ich was abgucken? Genau. Ich wollte das Teil da so abgucken, dass das da dran bleibt, weil so ist gut. Dann fahren wir jetzt schnell zum Anhänger und ich hoffe, er hat da keine Probleme mehr. Weil im letzten Tag haben wir da schon, haben wir da schon ein paar Probleme gehabt, weil da ja Soja unter dem Hafer gepflanzt ist, weil ich zu dumm war, da jetzt nicht zu schalten. Ja. Ich hoffe, der bleibt jetzt stehen und fragt mit Wolf in mir und da. Sonst sind wir weg. Und der fährt los. Na doll. Können wir mit ihm herfahren. So. Ich will sagen, ich denke, der hat sich ganz los, aber... Voilà. So. Okay, mit 10 km/h kommen wir da gut an den her. Dann lassen wir ihn jetzt kurz entfernen. So, er ist leer. Dann drehen wir ab. Stellen den Anhänger hin und lassen ihn weiterlaufen. Okay, der ist fast leer. Beziehungsweise war vorher schon leer, hat er jetzt verlaufen. Was brauchen wir? Brauchen als erstes Stroh, um den Zustand vom Stall zu verbessern. Nahrung braucht man auch. Was haben wir jetzt da im Shop? Da gibt es ja so Alm. Oder gibt es da irgendeine andere Kuhnahrung? Gibt es jetzt nicht. Nein. Alm. Heu und Stroh. Silage. Stroh braucht jetzt in dem Fall nicht. Aber halt nicht in der Form. Für was entscheiden wir uns jetzt? Also totale Mischration besteht aus, haben wir ja gelernt, totale Mischration da. Die Mischung ist nicht schon ganz einfach. Okay, also 2 Heuballen, ein Strohballen und Silage. Und Kühe fressen nochmal, braucht immer Hilfe. Das ist immer da, besser. Wir geben ihnen einfach eine Mischration nochmal und Stroh kriegen sie nachher. Tierhaltung. Das müssen wir uns nämlich ein bisschen aufteilen. Es ist Futtermisch, Misch, Silage, Heu, Stroh zur totalen Mischration. Ja, das brauchen wir. Und das ist ein. Das ist auch ein Futtermisch. Gibt es da nichts von.
Ein Streuer, genau, ein Streuer brauchen wir nachher noch. Aber jetzt kaufen wir uns mal einen Futtermischwagen. Kaufen, ja. Aber bevor wir uns den anschauen, würde ich sagen, was ist jetzt von dem da? Schauen wir uns an, was der Helfer da macht. Der schaut gut aus. Bleiben wir gerade kurz noch und schauen, ob er da vorne den restlichen Feuer mitnimmt. Weil nachher hat er seine Arbeit wirklich gut gemacht. Nein, er nimmt es nicht mit. Okay, dann beende den jetzt noch schnell. Abfahren lassen. Ist jetzt aber auch egal, weil es sehr viel ist, ist immer. Das nächste Mal müssen wir den aussehen und müssen wir die Kühe weiter füttern. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und ja, schaltet auf jeden Fall im nächsten Teil ein. Lasst gerne ein Like da, um zu zeigen, dass euch das Projekt auch sehr gut gefällt. Also mir gefällt es auf jeden Fall sehr gut. Ihr habt da richtig viel Spaß daran. Und abonniert auch gerne meinen Kanal und aktiviert die Glocke, nachher verpasst es die nächsten Megafarm-Videos sicher nicht. Also, würde es wirklich sehr freuen, wenn wir uns dann wieder sehen und bis dann. Ciao.